Oder hat es irgendeine Anspielung auf irgendwas? Ich glaube, ich könnte mir auch einfach mal einen Trailer reinziehen, ne? Bei Gelegenheit. Aber ich frage euch lieber. Und die wichtigste Frage ist ja, wie fandet ihr den Stream beim Basti? War er nett, war er lieb zu euch? Wovon ich mal ausgehe. So, wo ist das letzte Viech? Zeige dich. Irgendwie schaut es mir hier nicht so wirklich aus wie eine Fuchs-Area. Oh doch, da war irgendwas. Da sehe ich doch was. I got you. So, die Jagdkarte vervollständigen. Jawohl, mal erledigt. Gott sei Dank, ey. Sorge gehabt, ich muss noch irgendwo hinreisen. Ja, Mann. Gut. Das bedeutet, wir haben für die Jagdgesellschaft nur noch die Jagdbeute zu verkaufen. Okay, dann verbinden wir das doch mit der nächsten Trophäe. Hier ist ja sowieso kein Laden, das heißt, wir gehen nach Boston. Ich meine, im Norden war irgendwo ein Laden. Schauen wir mal, ob man das verbinden kann. Und sonst, Leute, wie geht's euch? Erzählt mir mal irgendwas. Auf geht's. Hopp, hopp. Sehr langweilig, wenn der Streamer immer irgendwas erzählt. Ich will ja auch wissen, was bei euch im Chat so losgeht. Und abgeht. Ja gut, das ist standardgemäß. Ah ne, kennen wir nicht anders. Urlaub. Irgendwie hat jeder Urlaub. Vanya hat Urlaub. Du hast Urlaub. Bin der einzige Depp, der arbeiten muss, oder was? So, pass auf. Bärenpelz. Ne, die will ich noch nicht verkaufen. Machen wir hier Biberpelz. Einmal Biberpelz, bitte. Jawohl. So, den haben wir. Ab zum nächsten Laden. Ja, ich mache scheinbar irgendwas falsch. Mein ganzer Jahresurlaub ist schon aufgebraucht. Leider Gottes. Da habe ich nicht mehr viele Möglichkeiten. Warte mal. Da oben waren wir. Der Laden. Der Laden. Und das war's, ne? Sonst gibt's hier keinen Laden. Ich kann mir doch das. So, Geschäfte. Ja. Okay, schaut gut aus. Also drei Läden in Boston, alles klar. Du, das ist mega geil, Basti, danke dir. Ich werde mir auf jeden Fall revanchieren, wenn du mal live bist und dich raiden kann. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist generell so ein Ding, das habe ich bis jetzt noch nicht so irgendwie drin, dass ich am Ende des Streams noch raide. Muss ich mir mal merken, dass ich das auf jeden Fall mal mache. Und ich muss mir mal gescheite Alerts einrichten. Für das Raiden. Alles so Sachen, die ich machen sollte, musste. Zum Geschäftlichen. Ah ja, mal gucken, was draus wird. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich dich auf jeden Fall auch raiden. Es ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Unter uns Streamer-Kolleginnen und Kollegen.
Ob für Arbeit oder Freizeit, sie halten euch. So, da haben wir den zweiten Laden und da unten den dritten Laden. So. Rein in die gute Stube. Im Grenzland waren noch Läden, die darf ich nicht vergessen. Und New York haben noch Läden. Ich bin so froh, wenn ich mit dem dritten Teil mal durch bin, ne? Also irgendwie zieht er sich aktuell mit diesen Nebensachen so sehr. Ich habe das nicht gedacht, dass das so ein Ding sein wird. Und da haben wir noch den DLC ja auch noch. Und das kommt ja auch noch dazu. Zum Geschäft. Das ist Wahnsinn. Gefühlt schon seit über Monaten an dem Ding dran. Wenn man Mirage jetzt wegzählt. So, damit sollten wir in Boston durchhaben. Durchhaben vor allem. Bin auch schon durch sein, so rum meine ich. So, ab nach New York. Da unten ist der erste Laden. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Auch nur drei. Okay, let's go. Was hast du nicht durch? Mirage oder was? Oder den Dreier? Also, ja, man kennt's. Damals war die Frustgrenze noch ein bisschen anders da, ne? Dann kannst du mal nachholen. Den gibt's ja kostenlos über PSN. Und schaut auch noch gut aus. Für sein Alter. Ich meine, gut, das ist ja die Remastered-Variante, aber trotzdem. Wie kann ich euch helfen? So, verkaufen Biberpilz. Weiter geht's. Gut, 800 Money noch. Das ist eine Sache. Mirage kann ich dir nur empfehlen. Mirage ist mega nice. Also hast du nichts irgendwie, was auf Valhalla verweisen würde, auf der Art und Weise. Also ich habe mich heimisch gefühlt, obwohl ich ja jetzt nur die ersten drei Teile gespielt habe, offiziell sozusagen. Ja, ich habe früher, ich bin ja immer noch auch ein PC-Spieler. Und auf PC, naja, auf Disc gibt's ja eigentlich nichts mehr, ne? Du kannst eigentlich nur noch digital kaufen. Und deswegen bin ich da nicht so mit Disc. Und seitdem ich auf die Konsole jetzt aktiver umgestiegen bin, auch wegen dem Stream, versuche ich mir so ein bisschen die Bibliothek wieder aufzubauen. Und schaue, dass ich immer den ein oder anderen Schnapper mir irgendwo auf eBay mal gönne. Und so ein bisschen meine Bibliothek mal auffüllen. Aber da habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Aber Mirage habe ich mir damals auch auf Disc geholt. Aber das ist auch so eine Frechheit gewesen, ey, ganz ehrlich. Ich bin am Release Day, ne, bin ich in den Laden gefahren, in der Früh noch. Gleich zum Aufmachen. Und dann bin ich in den Laden rein und dann schaue ich mich da um und die hatten das scheiß Spiel nicht. Es kann doch nicht sein, dass ihr das Spiel am Release-Tag nicht da habt. Dann habe ich dem gesagt, dass, ja genau. Genau, das war auch ein Saturn. So, was braucht ihr denn? Du hast schon verpasst. Dann sage ich dem, ja, dem nächstbesten Gustl, den ich da gefunden habe, sage ich, du, pass auf, schau mal in deine schlaue Kiste rein, wer von euch, Mediamarkt oder Saturn, hat das Zeug da? Ich will es unbedingt haben, sag an, ich fahre dahin. Dann sagt er mir, ja, der Mediamarkt quer über die Stadt hat das da. Gut, gesagt, getan. Rübergefahren. Gehe rein, schau mir wieder um. Nix da. Dann gehe zum nächstbesten Mitarbeiter, sage, du, pass auf. Der beim Saturn hat gesagt, ihr habt das Zeug da, hol mal das Ding raus, dann bin ich auch wieder weg. Dann schaut er mich so an. Dann sagt er, ja, dann geh mal kurz ins Lager. Ah, schön und gut. Kommt er wieder raus, sagt er, nö, hab ich nicht da. Sag ich, das kann doch gar nicht sein.
Der Kollege hat doch im System gesehen, dass ihr es da habt. Nee, wir haben es noch nicht da. Scheinbar war die Lieferung noch nicht. Wir reden hier von 12 Uhr mittags. Die Lieferung war noch nicht da. Sag ich, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Dann bin ich raus und dachte mir, nee, jetzt pass auf, jetzt. Ich lass mich doch hier doch nicht verarschen. Ich rufe jetzt bei der Zentrale an. So, gesagt, getan, Zentrale angerufen. Dann sage ich zu denen, Leute, ihr wollt doch gar nicht mehr eure Läden behalten, oder? Ihr wollt doch nur noch, dass die Leute bei Amazon und Co. kaufen. Und dann sagt er, ja, wieso denn? Was ist denn los? Sag ich, ja, weil keiner von euren Scheißläden hat das Spielauflage. Sagt er, nee, das kann nicht sein, ich check nochmal nach. Und dann checkt er, dann sagt er mir, doch, der Mediamarkt, bei dem ich gerade eben war, sollte 23 Stück auf Lager haben. Sag ich, ich bin doch nicht blöd, der Kollege hat mir gerade eben gesagt, da ist nichts da. Nee, dann muss er sich wahrscheinlich geirrt haben, bla bla bla, ich kann jetzt leider von hier aus auch nicht sonderlich weiterhelfen, aber gehen's doch nochmal rein und fragen's nach. Lass mich doch jetzt nicht verarschen von den Deppen, Mensch. Dann bin ich jetzt wirklich nochmal rein und habe aber einen anderen Kollegen gesucht. Dann habe ich extra einen anderen Typen gesucht. Dann habe ich den angequatscht, dann sage ich, du, pass auf. Ich habe gerade mit einer Zentrale telefoniert. Die haben gesagt, ihr habt das Zeug da, jetzt holst du es mal raus, bitte. Dann ist er wieder hinter ins Lager gegangen. Ja? Dann kommt er nach 5 Minuten mit dem Spiel raus und gibt mir in die Hand und sagt, ja, gerade ist die Lieferung gekommen. Du willst mich da auch verarschen, oder? Gerade die Lieferung kommen, natürlich. Klar, mit mir durch die Tür, oder wie? Der Waldläufer. Jawohl, in allen Gemischtwarenläden mit unbeschädigten Pelzen Handel treiben. Wunderbar, das haben wir erledigt. Aber ich glaube, wir haben noch nicht den Betrag erledigt, deswegen machen wir nochmal einen. Ja, genau. Schon in 2 Minuten. Der ist der LKW vorbeigedriftet, hat einfach nur noch die Kiste mit dem Spielen rausgeschmissen und ist einfach weitergefahren. Danke, Manja. Und dann wen wollt ihr eigentlich verarschen? Dann war ich halt stinksauer, ne? Dachte mir, ja gut, jetzt habe ich es ja Gott sei Dank. Hat sie ja quasi erledigt. So. Jetzt ist ja am Freitag Spider-Man 2 rausgekommen. Ne? Und ich denke mir, eigentlich ist es ja kein Spiel, was nicht in den Laden drin sein wird. Das ist einfach zu groß dafür, dass sie sagen können, ja, nee, stellen wir nicht in den Laden rein. Bei Mirage kann ich mir noch vorstellen, so, okay, gut, Assassin's Creed, gut, kann man darauf verzichten, aber nicht auf den Riesentitel Spider-Man 2. So. Jetzt wollte ich es aber diesmal nicht riskieren. Hab mal gedacht, pass auf, auch nochmal Grüße gehen raus an Matthew, ein Zuschauer den Tag gewesen, hat mir den Tipp gegeben. Du, pass auf, bestellst doch einfach auf Amazon und wenn das bei Amazon früher kommt, ist mega geil. Und wenn nicht, dann kannst du immer noch in den Laden fahren. So, gesagt, getan. Rate mal, was passiert ist. Amazon hat es um 19 Uhr knapp geliefert. Da habe ich schon 3 Stunden lang gespielt. Aber, auch der Witz dran, ich bin wieder zum Saturn gefahren, gehe wieder an die Spieleauswahl und es steht nicht drin. Die haben sogar Pappwerbung dran stehen. Die haben sogar überall dieses Zettel dran stehen. Hey, das Spiel ist da. Aber es steht nichts. Denk mir, es kann doch nicht sein, als ob das ausverkauft ist. Denk mir, nee. Jetzt gehe ich wieder zum nächsten Kuschel. Sag ich, pass auf, wo ist denn euer Spider-Man? Es kann doch nicht sein, dass ihr Spider-Man nicht da habt. Dann schaut er mich an. Doch. Sag ich, ja, wo denn? Sagt er, ja, komm mal mit. Dann führt er mich an die Kasse. So, und jetzt pass auf. Hinten an der Kasse liegt ein Stapel von ungefähr 30, 40, 50 Spielen, nur Spider-Man 2. Du kannst das Ding nur da an der Kasse holen. Sonst nirgendwo im Laden. Obwohl im ganzen Laden Werbung dafür steht. Ich dachte, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt einer, der nicht fragt oder nicht, der sich nicht traut oder der nicht mag oder was auch immer, zu fragen, der geht aus dem Laden raus und bestellt sich das Ding woanders und der wird nie wieder in den Laden gehen, weil der sich wieder verarscht fühlt. Stellt das Ding doch einfach raus, so ist das ein scheiß Problem. Also ich bin enttäuscht von den Läden. Mir fehlen da echt die Worte, muss ich offen und ehrlich sagen.
Aber ihr habt das Spiel. Das Spiel ist geil. Holt euch das Spiel. Ja, Saints Row 3, okay. Ja, ich weiß nicht, was die... Verkaufen die das unter der Theke weiter oder keine Ahnung? Ich verstehe es nicht, was die sich daraus erhoffen. Wo der Sinn dahinter ist. Mit jedem Waffentyp einen Gegner eliminieren. Ja, darf ich wieder googeln, machen wir jetzt nicht. Aus einer Höhe von 50 Metern ins Wasser fallen. Ist ein Schiffsmast hoch genug? Als erster Gedanke. Alle möglichen Gespräche mit Washington führen. Kann ich das überhaupt machen? Gut, die Rekruten rufen, das wäre kein Ding. Schauen wir mal. Schiffsmast erstmal. Ja, das Online-Thema ist halt auch so ein Ding, ne? Wie gesagt, ich bin seit Jahren, Jahrzehnten auf PC nur digital gekauft, weil CD kriegst du sowieso nicht und auch keinen Bock gehabt. Ja, das stimmt wohl. Ja, hast du recht. Verstehe. Ich weiß aber nicht, was die sich erhoffen, was der Sinn dahinter ist. Also wirklich, keine Ahnung. Aber zurück zum Thema Online nochmal. Was mich ein bisschen an Online aktuell stört, ist, dass du die Spiele ja eigentlich nur ausleihst. Du kaufst sie ja nicht wirklich. Das heißt, sollte es passieren, dass das System mal veraltet ist oder... Jetzt das beste Beispiel, nehmen wir den Nintendo 3DS, ne? Nintendo sagt, okay, wir machen, System ist alt, wir machen das Ding dicht, es werden keine Spiele mehr für verkauft und der Online-Store ist auch dicht. So. Das heißt, jedes Spiel, was du bei denen online gekauft hast, wenn du es nicht zu dem Zeitpunkt runtergeladen hast, bevor der Shop offline geht, ist weg. Jetzt bist du aber einer, der halt sehr viele Spiele gekauft hat. So, wie willst du die alle auf den scheiß 3DS draufkriegen? Dafür hat er nicht genug Platz. Ne? Als Beispiel. Oder jetzt hier PlayStation. Absolute Frechheit, dass die PS5 so wenig Platz hat. Aber was willst du machen? Da kannst du auch nicht alle Spiele draufladen. Hat das jetzt gezählt? Nee, ne? Waren keine 50. Nee, das waren echt keine 50. Frechheit. Als ob das keine 50 Meter sind. Wenn das kein Schiffsmast ist, dann hier. Von der Brücke, vielleicht. Ja, das schon. Aber auch nur, solange der Service da ist. Wenn der Service abgeschaltet wird, wie jetzt im Fall vom 3DS, dann ist der online nicht mehr zugreifbar. Das heißt, du kannst die auch nicht mehr runterladen. Genau. Das heißt, du musst deine Spiele vorab laden, damit du sie auf dem Gerät hast, weil du sie danach nicht mehr runterladen kannst. Die schalten die Online-Dienste komplett ab. Also kein Online-Play mehr, kein Download mehr möglich, gar nichts. Oh, das werde ich nicht überleben. Nee. Scheiße. Ich dachte, ich komme da runter. Wohl falsch gedacht. Wie komme ich denn da am besten runter? 50 Meter. Ist das hier hoch genug? Ich weiß es nicht. Ja, Vanya, schau dir Nintendo 3DS an. Ist durchgegangen. Ohne Beschwerden. Oder beziehungsweise die Beschwerden gab es, aber es hat einfach Nintendo nicht interessiert.
Die haben gesagt, das Ding ist veraltet, dass der, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Faktor ist halt nicht mehr gegeben für uns als Unternehmen, dieses Service zu betreiben. Und dementsprechend, adieu Milieu, abgeschalten. Kann ich da runterfallen? We test it out. Nope. Nope. Geht nicht. Okay. Alles klar. Leute, ich will mal kurz eine kleine Klopause einrichten und mir kurz was zum Trinken holen. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach direkt weiter und schauen mal, dass wir hier diese 50 Meter geschafft bekommen. Und ich google parallel, was wir für Waffen benutzen müssen, um dieses Ding hier zu kriegen. Hier, mit jedem Waffentyp einen Gegner eliminieren. Das und wo man mit Washington labern kann, dass wir hier vorankommen. Beziehungsweise ob man das überhaupt aktuell machen kann, das mit dem Washington. Und ja, dann schauen wir weiter. Also so ungefähr 5 Minuten, dann bin ich wieder da. Bis gleich. Liebe Leute, ich bin wieder da und ich habe mir ein kaltes Red Bull geholt. Red Bull, bitte mich sponsern, ich hätte Bock. So. Ich merke schon, heute ist so ein Tag des Scheißlaberns. Aber muss auch mal sein. So, ich habe ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass man hier diesen 50 Meter Sprung machen kann. Dann habe ich gegoogelt mit Washington und habe herausgefunden, dass ich es noch nicht machen kann. Da muss ich in der Story vorankommen. Und dann habe ich gegoogelt wegen den Waffen und da sollten uns eigentlich nicht mehr viele fehlen. Wir werden gucken. Wir werden trotzdem alle mal machen. Na gut, Faustkampf und so einen Scheiß brauchen wir nicht nachmachen. Haben wir gerade eben gehabt bei der Karawane, die wir überfallen haben. Ansonsten Hidden Blade brauchen wir auch nicht, Axt brauchen wir auch nicht, Bow, gut, zählen Tiere ist halt die Frage. Ansonsten, ja, aber so ein kurzes abgehackt und dann ist durch, das ist auch kein großes Thema. Und wenn wir da durch sind, bleibt nicht mehr viel übrig, außer dass wir dann die Hauptstory weitermachen müssen. Dann schauen wir mal, ob wir das heute noch hinkriegen. Wäre geil, da hätte ich Bock drauf. Da, dieser eine Ast da vorne. Der eine da. Der so komisch ausschaut. Von da aus muss das funktionieren. Gucken mal. Welche Sequenz bin ich eigentlich? Nur wegen dem Washington-Thema. Bin ich Sequenz 9? Ne, ich bin Sequenz 10. Oh, dann könnte ich das mit Washington doch machen. Moment. Dann sollte das mit Washington doch gehen, weil dann müsste ich in Sequenz 9 Mission 1 rein. So, und rein da. Aus einer Höhe von 50 Metern ins Wasser fallen. Gut, check. Schnell und einfach. Gut, 10-mal Rekruten, das ist ja kein Thema. Und mit jedem Waffentyp Gegner töten. Und hier bräuchten wir nur noch alle möglichen Gespräche mit Washington. So. Laut dem Ding, was ich gesehen habe, ist Washington... Ah, das wird wahrscheinlich die Quest hier sein dafür. Weil der ist genau hier hingegangen. Hier in diesem unerreichbaren Fort. Gut, das heißt, wir lassen das mal weg. Dann gehen wir das Thema Waffen an. Also, pass auf. Wir haben Unarmed, Hidden Blade, Bow and Arrow. Gut, Unarmed ist klar, haben wir erledigt. Hidden Blade ist auch erledigt. Bow and Arrow. Ist jetzt die Frage. Ist Bow and Arrow gemeint auch für Tiere? Wenn ja, gut. Wenn nein, dann muss ich damit noch Leute erledigen. Ich weiß, dass da unten Leute sind. Wir gehen mal da runter. Also, Bow and Arrow, dann Pistol. Pistol haben wir auch schon erledigt. Na, wir probieren es trotzdem nochmal. So, den kurzen Marker weg.
Also, Bow und Arrow schon mal ausgerüstet. Damit jetzt nicht unbedingt hier anfangen, wo 300.000 Leute sind, sondern die, die wo draußen rumlaufen. Nicht den Baum knuddeln, sondern weiter geht's. Auf geht's. Hopp, 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 hopp. Ich will halt vorankommen. So, hier aus dem Busch. Das bietet sich doch perfekt an. Und Headshot. So. Moment, jetzt muss ich nachlesen. Also, Pistole und Muskete. Gut, Muskete. Warte mal, Pistole. Bumm. Nein, nicht den Typen. Die Muskete will ich haben. Aua. Moment. Aua. Gib mir die Muskete. Da liegt doch eine. Gib die her. Okay, warte. Dann lassen wir die Muskete mal aus. Small Weapon, Dagger, Tomahawk. Gut, Tomahawk haben wir erledigt. Blunt Weapon, Clubs. Also, sowas hier, ja. Schauen wir nochmal. Boom. Gut, ist erledigt. Jetzt haben wir die Muskete. Nutzen wir die Muskete. Sind eigentlich alle Sachen, die ich schon erledigt habe, aber ich gehe trotzdem die nochmal hinterher. Weil sonst am Ende heißt es dann, hier hast du doch nicht gemacht. So. Boom. Gut. Muskete erledigt. Small Weapon haben wir erledigt, Blunt Weapon haben wir erledigt. Sword, also Schwert. Nehmen wir mal das Schwert. Oh, nee, 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 aua, aua, ey. Frechheit, warte mal. Ich habe natürlich keine dabei, scheiße. Na gut, dann... So, da haben wir es doch schon. Mit jedem Waffentyp besiegen. Hab ich gerade richtig gesehen? Jo. Gut, dann können wir uns den Rest sparen. Wo habe ich es da? Dann müssen wir nur noch Rekruten rufen. Das Problem ist, ich kann sie hier in dem Gebiet nicht rufen. Gut, erstmal weglaufen. Die Beine in die Hand und los geht's. Wenn ich hier auf irgendeinen Baum hochkommen würde, wäre auch noch nice. Ich müsste eigentlich noch ein paar Leute erhängen mit meinem Pfeil und hier Pfeilseil oder wie das heißt. Ich bin eine Trophäe. Ich glaube, das wird nichts, ne? Na gut, dann kämpfen oder sterben. So, weg mit dir. Dass die einen auch immer kontern können, die Dicken, ey. Das finde ich eine Freiheit. Mhm. Da schon wieder, schau. Egal wie du den angreifst, der nimmt dich immer mit aufs Korn, ey. Wo kommen die denn jetzt alle her? Jo, jetzt rast aber aus. Nee, nicht den. Ah, okay. Verdammt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ihr könnt es mir nicht verübeln. Ich habe mein Bestes gegeben. Gut, aber dann sind wir die wenigstens schon mal los. Gut, dann Assassinen rufen beziehungsweise Leute aufhängen. Leute aufhängen würde auch hier ganz gut sein, aber ich glaube, wir kriegen das auch in Boston oder so mal hin. Bestimmt. Gehen wir einfach mal hier rein. Bestimmt ein paar Gegner. Also ich weiß, dass es eine Mission gibt, wo man es relativ einfach machen kann. Aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal nachzugoogeln, welche genau das war.
So, genau, die Wurfpfeile brauche ich. So. Da stehen doch so ein paar Leute. Aber hier ist nichts mit... Nein, wir können ja mal Ärger machen. Und Verstärkung rufen. So. Nochmal Verstärkung rufen. 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 Wunderbar. So schnell kann es gehen. So, jetzt pass auf. Da haben wir schon wieder neue Sachen bekommen. Fünfmal mit dem Wurfpfeil ein Raubtiermanöver ausführen. Okay, bin ich schon mal überfragt. Alle in Geschäften verfügbaren Waffen besitzen. Alles klar, das wird dauern, wir haben nicht genug Geld dafür. 10 Jäger entwaffnen und mit ihren eigenen Waffen eliminieren. 10 mit menschlichen Schutzschild gegen die Schützenlinie verteidigen. Gut, das können wir wirklich in einer Mission machen. Da wird es nämlich geforst. Das heißt, die müssen wir einfach nur 10 Mal wiederholen. Das wäre also kein Thema. 10 Jäger entwaffnen und mit ihren eigenen Waffen eliminieren. Welche Jäger meinen die denn? Meinen die diesen Elite-Jäger, wenn du auf maximaler Gesuchtstufe bist? Oder? Keine Ahnung. Gut, alle Waffen kaufen. 5 Mal mit Wurf ein Raubtiermanöver ausführen. Was ist denn ein Raubtiermanöver? Wieso habe ich davon nur 1 von 5? Ist es das hier? Ist das das Raubtiermanöver? Nö. Ja, ein Rekrut wurde verletzt. Bist du ein Jäger? Jetzt lass doch die scheiß Muskete fallen. Okay. Na gut. Immer nur Ärger mit mir, das stimmt. Ach Gott. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Hier kommen wir nicht weiter. Weil Washington, die ist eigentlich uninteressant, weil die wird nicht aufgeführt. Scharfschütze durch einen Sturz eliminieren. 5 Mal mit einem Spitzel auf der Flucht. 4 Mal Artillerie herstellen. Lassen wir mal offen, bis das uns aufgeforst wird, sag ich mal. Was ist denn ein Raubtiermanöver? Was ist denn das? Raubtiermanöver. Gut, dass man sich Videos von 2012 anschauen muss, um rauszufinden, was das ist. Ist es das, was ich denke, dass es ist? Ah, okay. In der Tat, das trifft sich ganz gut, weil müssen wir sowieso für die Trophäe machen. Und witzigerweise ist das hier in der Nähe. Dann machen wir das doch. Dann ist das schon mal abgehackt. Und gibt auch noch meine Trophäe oben drauf. So. Da, das ist es doch schon, oder? Nee. Aber er ist ähnlich aufgebaut. Was muss ich eigentlich mit meinem Rekruten da machen, weil der jetzt so rot ist? Vielleicht muss man einfach noch ein bisschen abwarten, dann wird er schon wieder kommen. Das ist das erste Mal, dass mir ein Rekrut abhanden kommt. Ich dachte eigentlich, die können gar nicht sterben.
Ja, genau, die Kante hält mich auf. Genau. Kante MVP. Da, diesen einen Baden in der Mitte suche ich. Und die Typen müsste ich runterschubsen. Wie geht denn das? Geht das so? Nee. Wie mache ich das denn? Gab's nicht irgendwie treten oder so? Nee. Boah, warte mal. Rammen vielleicht? Ja. Na. Schon. Lol. Hä? Wie ist denn der jetzt gestorben? Naja. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Na, wir sterben hier mal kurz. Dann respawnen wir gleich hier in der Nähe. Dann können wir das eine angehen. Stimmt, ich könnte die ja eigentlich hacken und runterschmeißen. Zählt es dann? Oder muss man sie wirklich treten? Wenn man sie wirklich treten muss, dann habe ich keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, dass man treten kann, aber ich weiß nicht wie. Weil es einem nie angezeigt wird. So, hier, den da, Hochpfeil und runter mit dir. So, und töten lassen. Nummer 2 von 5. Menschlicher Schild. Haha. So. Wenn wir schon gerade die Möglichkeit dazu haben. Na komm Leute, jetzt haut mich doch bitte um. Ist doch jetzt nicht so schwer. Ja, nochmal, nochmal. Na komm. Na komm. Ja, nochmal. Komm, einen noch. Na, Gott sei Dank, geht doch. Aber Anja, um nochmal auf deinen Kommentar vor der kurzen Pause zurückzukommen mit dem genug Speichermedien und sowas. Zu dem Thema mit den Online-Schließungen. Ja, hast du recht. Aber ist doch auch nervig, oder? Wenn du da irgendwie 200 SD-Karten brauchst dafür. Dann hast du es lieber gleich als Cartridge. Dann hast du das Problem nicht. Oder als CD in dem Fall. So, haut mich um. Vielleicht kriegen wir noch den ein oder anderen menschlichen Schild hin. Ja, gut, aber das ist ja genauso bei PlayStation ja auch. Wenn die irgendwann PlayStation 3 oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, kannst du überhaupt PlayStation 3 noch kaufen? Von der PlayStation 3 aus? Geht das überhaupt noch? Oder irgendwann die PlayStation 4 abschalten werden. Online. Oder lass das die Firma bankrott gehen oder so. Weißt du nicht mehr. Kann ja alles passieren. Na gut, bei PlayStation, klar, unwahrscheinlich, aber. Oder hier, bestes Beispiel, hier Xbox 360 zum Beispiel. Ist ja auch so ein Thema. Mit den Online. Was waren das? Xbox Gold? Xbox sonst was? Schlag mich tot, wo es speziell nur online gab, zum Beispiel die Spiele. Ist ja auch nicht mehr zu kriegen. Gibt es nicht als physisch, nicht als CD. Gab es nur online und online kannst du sie nicht mehr runterladen. Auch so ein Ding, ne? So, 4 von 5. Einen haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch einen menschlichen Schild hin. Naja, Assassin ist wieder da. Sehr gut. So, haut mich mal um. Jawohl, nochmal.
Oh ja, menschlicher Schild, komm schnell. Perfekt. Pack, pack, pack. Und. Jetzt kaputt hauen. Perfekt. Ja, genau. So Geschichten. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Oder hier mit. Was haben die jetzt nur online rausgebracht? Das war ein frisches Spiel. War es Alan Wake 2? Wo keine physische Variante gibt? Finde ich auch schlecht. Aber ich glaube, das ist die Zukunft tatsächlich. Also ich glaube, PlayStation 6, wenn es die mal gibt, wird keinen Disc Drive mehr haben. Die wird nur noch auf Streaming oder das. Hier, warte mal, 5 Gegner mit Wurffeuer. Erledigt. Hier mit auf Streaming oder halt online kaufen oder hier PSN und so weiter gehen. Was aber dann wiederum, was die machen müssen, dann müssen die aber auch eine 10 Terabyte Festplatte reinbauen. Meiner Meinung. Da bringt nichts mehr mit 500 GB oder so. Oder bei PS5 die 600, die Läppchen da. Wow, eine absolute Frechheit ist eine PS5 mit 600 GB. Was soll denn das? Na, hier Modern Warfare, Warzone oder was drauf und noch irgendwas drauf und dann ist eigentlich Speicher schon wieder leer. Lass hier, was fällt mir da als riesengroße Dinger an? GTA 5, lass GTA 5 drauf, lass Warzone drauf und lass noch irgendwas drauf. So, PlayStation voll. Wenn du mehr Speicher willst, dann kauf dir eine SSD dazu. Aber du kannst die Spiele nicht von da aus starten, du kannst sie nur darauf speichern und dann musst du sie von da nach darüber schieben, was auch eine komplette Frechheit ist. Also, weißt du, was alles möglich ist heutzutage mit der Technik und dann kommen die mit so einer Kacke daher. Also, im Ernst. Gut, also, kurz über PlayStation abgerantet, so muss das sein. Also, in allen Geschäften verfügbare Waffen kaufen, 10 Jäger entwaffnen. Googeln wir das mal. Was ist das? Assassin's Creed 3, 10 Jäger entwaffnen. Das Arm 10 Jägers. Was ist das? Okay, der Bursch ist in New York. Ist das ein Jäger? Okay, der komische mit der Mütze ist es. Disarm and kill. Okay. Mhm. Aber der ist auch auf Gesuchtstatus 3. Okay, alles klar. Okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, weil Discord generell nicht so aktiv nutze. Tatsächlich. Mein menschlichen Schild. Weißt du was, wir können eigentlich den menschlichen Schild hier kurz eigentlich mitmachen. Das bietet sich ja eigentlich gut an hier. Wenn ich das alles pariere und ausweiche und die mich einfach nur abschießen die ganze Zeit, sollte das eigentlich gut funktionieren. So, den Jungen nehmen wir mit. Und jetzt Ärger im Paradies. Ah, menschlicher Schild. Perfekt. Wie ist denn das mit Discord und PlayStation eigentlich? Gibt es da eine extra App mittlerweile für? Oder? Perfekt, menschlicher Schild. So, noch 4. Sind das eigentlich schon Jäger? Oh. Jawohl. Ist klar. Ich habe einfach nur ausweichen gedrückt. Autsch. Hä, wieso? Die schießen nicht mehr auf mich. Frechheit. Sollt schießen. Oh, warte. Hier. Na, ach. Das hat nicht gezählt.
Schießen die jetzt auch mal? Ich hab hier noch drei. Das wäre Verschwendung. Also. Komm. Jawohl. Menschliches Schild. Über die Handy-App. Okay, das ist ja... Dann kann man das aber auch nicht als PlayStation-Integration nennen. Das hätte ich auch vorher machen können. Ja, komm mal her. Menschliches Schild. Wunderbar. Sind ja perfekt, noch nur noch zwei übrig. Okay, so nicht mehr. Danke, Connor. Du hast meinen kompletten Plan auseinandergerissen. Na gut, jetzt kann ich die auch kaputt haben. Gut, dann fehlen mir nur noch zwei. Yo, alles klar. Auch weggerollt, den Jungen. So, jetzt probiere ich mal den mit dem Runterschubsen hier. 10 Wachen runterschubsen. Ja. Junge, jetzt spring nicht rum. Das ist nicht das, was ich will. Also, da war Werfen dabei. Okay, wir machen das nochmal. Wir stellen uns mal hier so hin. Na komm schon. Ach, Junge. Wieder verarschen jetzt, oder? Mehr jetzt. Nein, 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 so nicht. Kann ich den nicht wie früher einfach greifen, den Jungen? Da, jetzt. Hat's gezählt? Nö. Also doch wirklich runtertreten. Ach Gott sei Dank. Wo war das? Also Schutzschild haben wir fast durch. Ne, hier war das, ne? Scharfschützen durch einen Sturz eliminieren. Ja. Hm. Na gut, dann brauche ich zweimal abschießen und dann brauchen wir noch Jäger. Jäger sind auf Level 3 zu kriegen. Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr Ärger machen. So, perfekt. Da wollen schon die ersten schießen. Na, ja, nee, nicht so schnell. Komm, nochmal zweimal schießen, bitte. Autsch. Da, die Typen da mit dem Rucksack auf dem Rücken. Die müssen wir entwaffnen. So. Einer noch. Oder sind's die? Weiß es nicht. Sehen zumindest so aus. Ne, aber das sind ja keine. Das sind ja normale Typen. Hm. Sind ja noch gar nicht auf Level 3. So, halt. Jetzt, so. Schnell. Jawohl. Gut. So, Action hier. Jawohl.
Na komm, weg mit dir. Jetzt müssen wir auf Level 3 der Gesuchtstufe kommen. Jawohl, da sind wir auch schon. So. Na, nicht den dicken. Da, den hier. Den grün-gelben da. Den müssen wir, glaube ich, entwaffnen. So, mal kurz hier aufräumen. Jetzt lass mich doch mal aufräumen hier. Schnell. Ah, nee, menschliches Schutzschild hat nicht geklappt, aber... Oh Gott, das sind ja gleich alle Jäger. Okay, das war jetzt nicht so geplant, dass jetzt auf einmal alle hier Jäger sind. Aua. Okay, wie entwaffne ich euch? Okay, der räumt einfach hier von alleine auf. Gut. So viel dazu. Oh Mann, das ist doch echt. Eieieiei. Aber das sind die Typen, die ich entwaffnen muss. Die Frage ist, wie mache ich das denn am besten? Wie entwaffne ich nochmal überhaupt? Fangen wir mal damit an. So. Aha. Kreis und dann X für entwaffnen. So. Gut. Alles klar. Kreis und X. Wir merken uns das. Kreis und X. So. Das heißt, jetzt müssen wir wieder ein bisschen für Ärger sorgen. Okay, frech. Da wurde nichts angezeigt. Ja, Bekanntheitsgrad 1. Kann das nicht beschleunigen irgendwie. Oh, voll in die Kneten, Alter. Oh, oi, das ist okay. Minimal brutal eigentlich, ey. Boom. Als ob der das überlebt. Das ist ja schon eine Frechheit. Warte mal. Nehmen wir das hier. So. Weiter geht's. I need more. Wer kennt die Star Wars Meme mit dem More? Mit Adam Driver oder wie der heißt. Bekanntheitsgrad 3, sehr gut. Habe ich irgendwie Bekanntheitsgrad 2 übersprungen? Kommt mir so vor. Come over here. So, da kommt der Kollege. Na, ne, ne, ne. Mhm. Also komm, greif an. Nein, nicht so. Mann. Jawohl. Wunderbar. Einer erledigt. Zweiter erledigt. Dritter erledigt. Ja, der will nicht.
Warte mal, das sind die falschen. Oha, Junge. Oha. Piekst du mir mit dem Schwert ins Gesicht, Alter? Wieso kann ich den jetzt nicht entwaffnen? Was soll denn das? Meinst du? Ah, der vierte. Fühl mich auch wie bei Dark Souls. Fünf. Warte mal, wieso habe ich eigentlich die hier schon nicht ausgerüstet? So, na. Einmal pieksen. Nee, nicht so. Komm jetzt. Und den auch noch. Jawohl, ja. So, muss das laufen. Oh Gott, noch fünf. Alles klar, du bist einer davon. Dann leg mal los. Das war Nummer 6. Einfach hier eine Massenschlachtung, Alter. Na gut. Ich würde jetzt keine Wache in Boston sein wollen. Ah, da kommt der nächste. Sehr gut. Gab's nicht noch irgendwie eine Trophäe für Überlebe x Minuten lang auf dem maximalen Gesuchtstatus? Oh, da war ja noch jemand am Leben. Hat er nochmal nachgetreten. Na komm. Da, Jägerschnitzel, halt. Mit vollem Bekanntheitsgrad 10 Jäger töten, bevor der Bekanntheitsgrad abgesenkt wird. Gut, Hammer. Aber ich meine, da gab es noch einen. Ich meine, da gab es noch eine Trophäe. Warte mal, wir können ja kurz gucken. Wo sind sie denn da? Was ist das? Gegenwart auf Sergo? Ja, ja. Bla 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 bla. Den habe ich auch noch nicht ganz geschnallt, weil ich habe eigentlich überall die Konvois hingeschickt, aber es zählt immer noch nicht. Das kommt noch storytechnisch. Okay, das war's, ne. Der Rest ist DLC. Was bleibt uns denn dann eigentlich noch? Standard. Story. Müssen wir halt basteln. Muss ich nachgucken. Kommt automatisch. Story. Okay, cool. Dann haben wir ja alle nebensächlichen Trophäen schon fast erledigt. Ja, nur noch die nebensächlichen Aufgaben. Hier wird mir jemand angezeigt, aber hier ist niemand. Hm. Haben einfach den Zivilisten niedergemäht, Alter. Eieieiei. So, 10 Stück erledigt. Mit und abhauen. Nein. So nicht. So nicht, mein Freund. Schnell. So. Schon mal etwas. Oh, das war jetzt nicht gesund, hier lang zu laufen. Jetzt fährt die weg. Kann ich mich hier verstecken? Ja, drücken sie einfach mal so eine Meute Leute aus, kein Thema. Und keiner vermuten, dass ich hier drin bin. Schauen, geht alle weiter. Hier ist nichts. Ist nur ein Haufen Heu. Kommt zum Kuscheln. Dann merkt das auch keiner. Ja. So. Jetzt geht's ja alle wieder auf euren Posten. Wunderbar, hat doch geklappt. Jetzt muss ich nur noch mit dem Typen da reden. Dass ich wieder ein braver Bürger bin, nachdem ich ungefähr 20.000 Leute abgeschlachtet habe. Gar kein Thema. Der da hinten, ne?
Jetzt. Junge. Why? Ich wollte doch nur mit dem einen da reden. Nicht anders. Moment. Da. Ah, da ist neu gespawnt. GG. Nein, 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 nein. Du bleibst da. Bleib da. Nein, ich Waffe aufheben. Bleib da. Na komm. Lass mich mit dir reden. Nein, du bist doch ein Arschloch. Warte mal, die muss ich trotzdem mal mitnehmen. Wir haben noch eine Aufgabe. Wo ich eigentlich schon gemacht habe. Für die Trophäe, aber das hat leider nicht gezählt. Für die Aufgabe. So. Und ich muss Tumulte anzetteln. Wie geht das eigentlich? Okay, heimlich gekillt. Aus Tumulten 2 von 5. Sehr gut. Weiß da nicht, warum ich meine Muskete dafür weggeschmissen habe. Eigentlich wollte ich einen Musketenkill machen. Aber gut, dann ist es jetzt so. Nee, das wollte ich eigentlich auch nicht. Nehme ich mal mit, Kollege. So. Quasi nie da gewesen. Ja, wir haben heute aber guten Fortschritt gemacht, ey. Wahnsinn. So viele Trophäen. Was haben wir losgelegt? 27 waren das, glaube ich. Jetzt sind wir bei 32. Fast alle nebensächlichen Trophäen erledigt. Heute haben wir gut Progress gemacht. I like it. Die mich immer noch suchen. So, jetzt bin ich offiziell weg. Aber war wieder dafür meine Muskete eingebüßt. Schade. Aber die muss doch hier noch liegen, oder? Frech. Sehr, sehr frech. Das heißt, wir müssen uns wieder irgendwo eine Muskete besorgen. Jetzt ist die Frage, stehen die Typen mit dem Tumult hier immer noch? Nee, ne? Hm. Liegen hier noch Musketen rum? Auch nicht. Okay. Kann ich das Gebiet resetten, indem ich hier eine Schnellreise mache? Dass die Tumult-Leute wieder da sind? Tja, der haut auch in der Luft rum. Sehr gut. So kommt man voran. Jo. Wundergeil. Ich meine, die laufen jetzt mit mir mit, oder? Seid ihr jetzt meine Kurtisanen? Nee. Die machen nur Ärger. Okay. Aber sollten da jetzt nicht Wachen kommen? Ah, wir gehen zu den Wachen. Auch gut. Ist mir auch recht. Mhm.
Drei Leute müssen wir noch aus der Menge quasi silenzen. Wir werden es probieren. Nummer 1, Nummer 2. Zählen die? Nee, irgendwie nicht. Okay, komisch. Okay, Moment. Wobei, warte mal, die haben bestimmt hier Musketen fallen lassen, ja. Okay, dann muss ich die kurz töten. Wieso konnte ich jetzt nichts machen? Jetzt habe ich vorhin so gut gekämpft, jetzt kann ich wieder nichts. So. Musketen. Jetzt brauche ich welche, die stehen. Zwei Stück nebeneinander wären mir da am liebsten. Nehmen wir doch mal die beiden hier. Das sollte funktionieren. Nein, wieso? Nimm doch die Drecksmuskete, Mann. Was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Muss ich mit Dreieck das machen? Schauen wir mal die nächsten zwei. Irgendwie habe ich das doch hinbekommen. Wie war denn das? Ist natürlich hier keine Wache, wenn man eine braucht. Gibt's da nicht. Hier ist schon wieder so ein Tumult. Aber es bringt ja nichts, wenn hier keine Wachen sind. Das check ich nicht. Dann müssen wir warten, bis die hier quasi ankommen. Und mal, das könnte sein. Kommt ihr hier lang? Das ist die Frage. Jo, schaut gut aus. Dann machen wir mal Tumult anzetteln, das sollte nah genug sein. Ja, da kommen schon die ersten, perfekt. Na, nee. Ich verliere meine Muskete dabei. Wieder was gelernt. Die nehmen einen die Muskete weg. Schade. Ja, Mann, ja, was soll ich denn machen, wenn das nicht so funktioniert, wie ich es mir vorstelle? Was ist das? Also die stehen hier noch. Guck mal, hier sind doch zwei. So. Nee. Hä? Check's nicht. Ich check es nicht. Nee. So.
Ruhe im Karton. Hey, wie geht denn das nochmal? Wie ging das denn nochmal? Muss es jetzt nochmal googeln, ne? Sonst probiere ich das noch in die nächsten 3 Stunden. Das Problem ist ja, ich hab's ja schon mal gemacht. Die Wolke über den Mühlteich ist einsturzgefährdet und sollte von Spaziergängern gemieden werden, bis sie repariert wurde. Seid äußerst vorsichtig. Thompson's Brook, feiner Hopfen- und Malzgroßhandel. Eine größere Auswahl an Brauereizubehör bietet kein anderer Melzer der Stadt. Aus dem Sprint einen Soldaten angreifen. Okay. Wir probieren's. Das sah für mich nicht danach aus. Oh mein. Na, wieso sind hier eigentlich schon wieder 300.000 Leute? Das ist doch eine... Oh. Da meinten die mit Sprint R2 gedrückt halten. Weil man ja dann sozusagen im Sprint-Modus ist. Ich versuch da mal Herr der Lage zu werden, ne? Jetzt lasst mal doch alle stehen hier. Braucht die Musketen. Kommt denn der jetzt her? So. Hey, da ist niemand eingezeichnet, aber... Check ich nicht. Versuch's doch mal mit Worten, ja. Leider sind meine Worte nicht so scharf wie eine Musketenklinge. So, neuer Versuch. Jetzt in der ganzen Stadt Musketen verteilt sind. Ah, warte mal. Ich glaube, ihr habt den Fehler gefunden. Das Ding muss geladen sein. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, Leute. Wir werden es gleich sehen. Hier sind doch 2. Warte mal. Also so und so. Ja, das war der Fehler. Alles klar. Und tschüss. Nimm mich mit, Gustavo. Oh Gott. Manchmal, ne? Ey, nicht schlapp machen hier. Gibt keine Warenkontrolle. So, mitnehmen. Gut. Alles klar. Wieder was abgestrichen. Also. In dem Fall haben wir nur noch alle Waffen in allen Geschäften kaufen. Was sowieso noch nicht geht, weil ich glaube nicht alles freigeschalten ist. Alle möglichen Gespräche mit Washington führen geht aktuell noch nicht. Wachen mit heimlichen Attentat eliminieren, während du diese im Tumult ablenkst. Gut, Scharfschützen durch einen Sturz eliminieren. Spitzel auf der Flucht eliminieren. Da gibt es auch eine Quest, glaube ich, wo man das machen kann. Scharfschützen durch einen Sturz eliminieren, da steht nichts von wegen, ich muss sie treten. Das da oben sind doch Scharfschützen, oder? Würde ich jetzt mal so frech behaupten. Das war für mich ein Sturz. Aber hat nicht gezählt. Hm.
Nein, mein Gott, Connor. Was du machen da? Junge. Ich will die gar nicht hier unten bekämpfen, ich will die da oben bekämpfen, das gibt's doch nicht. Hoppala. Da wird zu viel gedrückt. So, jetzt aber rauf da. Wie war Final Fantasy 16? What the fuck passiert hier gerade? Das hätte sein sollen. Na komm. Irgendwie klappt das nicht alles so, wie ich das mir vorstelle. Okay. Hiermit wird bekannt, Tales of Arise, was ist das? Das ist auch wieder so ein Horror, oder? Einkaufen hier. Ein Rollenspiel, okay. Ich will ja mal Baldur's Gate 3 spielen, ne? Aber da werde ich wahrscheinlich so ein Jahr für brauchen. Da warte ich aber noch, bis es ein bisschen billiger wird. Okay, krass. Hast du sie dann online gekauft oder wie hast du das gemacht? Beziehungsweise wo hast du den Rabatt bekommen? So. Noch zwei. Ja, der hat nicht gezählt. Okay, das war's. Was sind das eigentlich für Typen? Was bringen die mir? Außer ein bisschen Ärger wieder. Heute ist eine kampflastige Folge. Folge vor allem. Stream meine ich natürlich. Oh, Alter. Kommen schon wieder 300 Leute. Ach so, okay, cool. Ich habe letztens beim Saturn Ghost of Tsushima bekommen für einen Fünfer. Das Witzige war, nebendran stand das gleiche Spiel für 46,99. Dann war ich an der Kasse und dann kam da auch 46,99 raus. Aber auf dem Ding stand 5 Euro.
Und am Ende hat er mir es für 5 Euro verkauft. Ja. Das ist mega nice. Ja, das muss ich auch noch unbedingt spielen. Es gibt viele Spiele, die ich noch spielen muss. Hätte ich nur so viel Zeit, wie ich Spiele habe. Junge. Diese dicken Typen, ne? Da gab er mir die Respektschelle gegen Ende. Wunderbar. Oh Gott. Ja, Leute, Leute. Was ist da jetzt noch übrig? Gespräche mit Washington. Soll ich das noch probieren, die eine Mission zu machen so lang? Ja, das ist das nächste, ne? Das PS Plus habe ich auch so viele Spiele. Oh Gott, aufstoßen. So viele Spiele gar nicht an den Spielen, wie da drin sind. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, wo jetzt Tekken 6 rauskam, dass Tekken 6 keine Trophäen hat. Aber die Grafik, Alter. Wahnsinn, das ist ein PSP-Titel, ne? Die hätten wenigstens irgendeinen Aufpolierer drüber laufen können. Aber ne, einfach genauso reingejagt. Und dann wechselnde Methoden, das hat aber nichts mit Washington zu tun. Jetzt google ich das nochmal. Gespräche mit Washington. Okay. Tales of Arise. Ich muss das jetzt mal googeln, was das ist. Tales of Arise. Aber zum Thema PSN, ne? Durch die Rabatte, die man da hat, habe ich heute richtig geile Schnäppchen gezogen, bevor wir in den Stream gestartet sind. Ich habe ein Spiel für 9 Cent bekommen. Irgend so ein, keine Ahnung, nur rein Digital-Titel, ne? Dann habe ich Super Meat Boy für 1,59 bekommen und das Super Meat Boy Forever für 99 Cent. Also billiger, also weißt, bei solchen Preisen ist es mir auch egal, wenn ich es digital hole und dann irgendwann mal auf CD finde. Aber bei den Preisen kann ich nicht einfach Nein sagen. Ein Spiel für 9 Cent. Also, weißt du, ich meine... Tales of Arise. Okay, so ein Anime-Ding ist das. Hat ein bisschen was von Genshin, kann das sein? Genshin Impact. Gekoppelt mit Monster Hunter und Final Fantasy, so ein bisschen. Ja, kann das sein? Also Wix Washington habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen. Die sagen, wenn du das freigeschaltet hast, dann gibt es auf der Map Washington Signale. Ja, quasi so ein Map-Marker, wo man dann hingehen kann. Haben wir schon mal noch nicht. Aber ich fange jetzt auch keine Hauptstory mehr an. Das heißt, alle Waffen können wir uns sowieso noch nicht kaufen, weil die sind noch nicht alle freigeschalten. Alle möglichen Gespräche können wir nicht führen. Das heißt, uns fehlen nur noch die West Point-Missionen. Ja, das einzige Final Fantasy, was ich aktuell da habe, ist das 15er. Beim 16er warte ich, bis es billiger wird. Aber ich habe das 15er auch noch nicht gespielt.
alle Rekrutenfähigkeiten zweimal benutzen. Fähigkeit Attentat. Okay, probieren wir es doch mal. Das heißt, zweimal Attentat und dann ab zum nächsten. Okay, Attentat 1. Attentat 2. Da kriegen wir auch Zeichen, haben wir richtig gemacht. Gut. Wunderbärchen. Dann haben wir Aufwiegeln. Wie funktioniert Aufwiegeln? Wir nehmen mal die hier vorne. Ah, okay, der macht so... Ah, warte mal, der macht Tumult. Warte mal, kann ich das dann nutzen für die andere? Haha. Kann ich. Geil. Tada, Wachen mit Tumult. Okay, das ist ja mega nice, dass man das kombinieren kann. Ja, aber 18 Euro finde ich dann immer noch tatsächlich zu viel. Also für 18 Euro kriege ich auch die CD noch irgendwie her von eBay oder so. Was für die Xbox 65? What the fuck? Achso, die Disc-Version. Ja, okay, die Disc-Version für den Preis für den PS5 ist in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Auch wenn ich da schaue, dass ich billiger drankomme. Also ich versuche es zumindest, ne? Also aktuell bin ich auch sehr viel in dem eBay-Game drin. Lol. Das ist ja cool. Ich muss mal die Fähigkeiten öfter benutzen, merke ich gerade. Okay, das ist natürlich geil, ja. Gut, Geheimeskorte haben wir somit erledigt. Oh, sogar gleich vier Leute. Locken, machen wir doch Locken. Sehr nice. Die Frage ist, wie tue ich denn jetzt die Geheimeskorte wieder abbrechen? Da locken. Als ich die PS5 geholt habe, habe ich mir danach über eBay das Horizon für die PS5 recht billig geschnappt. Ich glaube für einen 10er oder was. Also wirklich billiger hätte ich eigentlich gar nicht machen können. Was ist das? Das Forbidden West, oder? Zero Dawn war der erste Teil, Forbidden West ist da glaube ich der zweite Teil. Habe ich mir für einen 10er geschnappt. Also, da war ich baff. Aber habe ich auch wahrscheinlich auch Glück gehabt. So, Locken haben wir, Hinterhalt fehlt uns noch. Machen wir mal Hinterhalt. Hier, auf den Burschen. Oh, was geht jetzt ab? Okay. Komm mal mit. Ja, komm mal her. Nimm mal Geld da. Ja, irgendwie. Wir machen es einfach hier nochmal. Aha.
ich schätze mal, das ist jetzt zweimal benutzt worden. Scharfschütze. Einmal. Rekruten nicht verfügbar. Okay. Nee, ich kann doch nichts dafür. Unschuldig. Ja, Horizon ist auch wieder in diesem Spiel, muss ich noch spielen. Sowohl das eine als auch das andere. Last of Us genauso. Es gibt so viele geile Spiele, die ich einfach noch nicht spielen konnte. Ich brauche mehr Zeit im Leben. Ich bin schon wieder gesucht. Wahnsinn. Was ich ein bisschen blöd finde, ist in dem Spiel, dass die Dinger hier nicht angezeigt werden. Hier, die hier. So. Hinterhalt haben wir erledigt. Scharfschütze kann ich nicht machen. Warum nicht? Brauche ich dafür alle oder was? Ah, okay. Für Scharfschütze brauche ich alle. Gut, haben wir erledigt. Fehlt nur noch das da unten. Das komische. Naja, ich glaube, Last of Us ist doch gar nicht so horrormäßig unterwegs. Ist doch eher wie so ein Assassin's Creed eigentlich aufgebaut. Ich glaube, weniger Open World. Kann das sein? Ist eher so Schlauch. Horror pur. Oje, oje. Das schon Horror pur ist. Five Nights at Freddy's, das muss spielen. Da hab selbst ich keinen Bock drauf. Bin eigentlich nicht so der Horror-Typ, der sie leicht verarschen lässt, was das angeht. Aber irgendwie fühle ich mich unwohl beim Five Nights. Wobei das eigentlich kein so ein großes Ding ist. Risi ist in Ordnung. Risi 5 habe ich damals gespielt, ganz gerne. Und wenn es nicht der beste Teil ist. Habe ich aber tatsächlich auf der PS4 mittlerweile da. Und... Boah, ich weiß nicht mehr, was für ein Teil das ist. Aber noch irgend so noch ein Risi habe ich immer noch da. Was ist immer noch? Habe ich auch noch da. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Leibwache. Ah, okay. Alles klar. Ich kann die einfach alle beschwören. Nice. Dann porten wir uns doch direkt wieder weg. Risi 5 war ein geiles Spiel, ja. Aber es ist, glaube ich, eins der unbeliebtesten Teile. Kann das sein? Nicht schlecht. Ich habe den damals einmal auf dem PC damals durchgezockt. Zu seiner Zeit noch. Aber auch nur, weil ein Kumpel das damals gezockt hat und hat gesagt, ja, mächtig geiles Spiel, spieß mal. So, alle Rekrutenfähigkeiten mindestens zweimal benutzt. Wunderbar. Haben wir erledigt. Wachen ja, erledigt, Musketenattentat erledigt. Dann haben wir nur noch Scharfschützen durch einen Sturz eliminieren. Keine Ahnung, wie das machen soll. Und fünfmal einen Spitzel auf der Flucht eliminieren. Und viermal Artillerie herstellen. Das könnte man theoretisch angehen, die Artillerie. Dann müsste ich in den nächstbesten laden. Tun wir die viermal herstellen. Dann fehlt mir Scharfschütze vom Ding schmeißen. Muss ich auch gleich googeln, wie man das macht. Nice. Gott, weil du gerade sagst 100 Stunden. Was ist das meistgespielteste Spiel bei euch? Ever. Hier, Artillerie. Feuerstein brauche ich.
Muss ich das herstellen oder was? Hier, hier. Ja, Feuersteine, alles klar. Alles. Artillerie, 4 Stück brauche ich davon, ne? Gut. Dann haben wir das. Wie viel kriege ich dafür, wenn ich das verkaufe? Nicht schlecht. Komm, hier. Weg damit. Hier Spirituosen. Und Bier, komm hier. Bumm. Wunderbar, 5, 6. Wunderbar, weg damit. Herr, möchtet ihr? Okay, krass. 500 Stunden ist eine Hausnummer. Ich glaube bei mir, boah, ist jetzt schwierig, weil ich habe da nicht die genauen Zahlen. Also World of Warcraft, glaube ich, wenn ich jeden Charakter zusammenzähle, jede Alteration davon, bla bla bla, ich glaube, ist bei mir unbestritten Platz 1. Danach wahrscheinlich TTT mit Garry's Mod. Wobei ich da wahrscheinlich mir einen Konkurrent mache mit DayZ damals über Arma 2. Das habe ich ewig lang gespielt. Das hat aber bei mir leider nicht über Steam funktioniert zu der Zeit damals. Also habe ich da auch nicht die Zeit zum Nachschlagen. Das ist eine Zeit, die ich nie wieder sehen werde. Ansonsten wird es schwierig, glaube ich, dann noch irgendwie einen Konkurrenten zu finden. Also ich glaube, das sind bei mir so die Top 3. Müsste hinkommen. Also World of Warcraft reden wir natürlich wieder über, keine Ahnung, schon fast ein halbes Jahr oder länger Spielzeit. Nur auf einen Charakter. Und das ist eigentlich noch wenig. Na, also... Hä? Viermal Artillerie herstellen, aber zählt nur einmal? Oh, muss ich das wirklich einzeln machen? Das ist doch dumm, Ubisoft, das ist dumm. Jetzt pass auf, jetzt habe ich nicht genug Mineralien dafür. Naja, genau. Ah, ja, doch. Ja. Einmal nicht gereicht. Mhm. Oh mein Gott, Ubisoft, das ist doch dumm. Bitte, was soll denn sowas? Was fehlt mir? Eisenerz. Lass mich raten, ich habe kein Eisenerz mehr. Sowas ist doch kacke. Okay, dann ist damit daran schon mal gescheitert. Weil Ubisoft dumm ist. Okay, tun wir mal Scharfschützen, runterstürzen, googeln. Assassin's Creed 3, Scharfschützen durch einen Sturz eliminieren. Das wird mir direkt vorgeschlagen. Als erste Ding. Auf Google.
Okay. Zehntausend Prozent. Das ist aber viel. Ja, Final Fantasy ist bei mir tatsächlich so ein Ding, was vorbeigegangen ist. Ich habe das damals, glaube ich, auf der PlayStation 1 mal von einem Kumpel ausgeliehen bekommen. Hab aber nicht lang das gespielt. Und danach eigentlich war es weg. So auf die Art. Nee, das nicht. Nee, so nicht. Ah, wie mache ich das denn? Also laut dem, was ich gelesen habe, ich muss die Gegner hier oben von den Dächern runterschmeißen, ohne einen offenen Kampf zu provozieren. Aber wie mache ich das denn? Wie kickt man? Ey, die Steuerung hier rauszukriegen, ne, das ist auch so ein Ding. Ja, Soundtrack und so ist natürlich ist eine richtig klasse Sache bei den ganzen Final Fantasy Spielen. Generell für mich ist wichtig bei Spielen, dass der Soundtrack passt. Das sorgt eigentlich für Win oder Lose in den meisten Fällen. Wenn der Soundtrack scheiße ist, dann habe ich auch keinen Bock auf das Spiel. Konvoi verteidigen, dein Ernst? Gegen das Mikro kommen. Ja gut, aber das Basti, das setzt aber den Standardmaß aber ganz schön tief. Spiele von heute sind nur noch darauf ausgelegt, schnell Geld zu machen und sonst nichts. Leider. Außer jetzt so geile Sachen wie jetzt hier Spider-Man oder so, ne? Aber ich sag mal, der Standard-Release, Hauptsache schnell hingerotzt. Die 60 € abgesägt und dann von dem Spiel wird nie wieder was gehört. Und dann wird es für 9 Cent oder was auf dem PSN Store hier verhökert. Die Liebe zum Spiel ist seit mindestens 10 Jahren tot, meiner Meinung nach. Seitdem das so richtig erfolgreich geworden ist und so richtig kommerziell ausgebeutet werden konnte, wurde es genau das ist auch passiert. Also ich habe heute auf dem PSN Store habe ich ein Spiel für 9 Cent bekommen. Muss mal reingehen und dann einfach von 0 bis 1 € oder was filtern. Ja. Generell. Ja, weil natürlich ist so eine Sache, vielleicht sehen wir das auch so, weil wir einfach schon alte Schinken sind und früher von den Spielen einfach mehr Begeisterung hatten, weil wir jünger waren. Mittlerweile natürlich schon viel gesehen, viel erlebt und dann ist vielleicht nicht so der Spiel einen hookt, weißt du, ich meine. Weiß ich nicht.
So, Konvoi verteidigt. Wunderbar. So, jetzt schau, dass du meine Ware verkaufst, du Arschloch. Noch mein Geld. Hopp, hopp. Gut, wo war ich denn jetzt? Naja, Wachen von Dächern schubsen. Check immer noch nicht, wie ich schubs. Ah, sag mir leider nichts. Verstehe. Kenne ich nicht. Aber als Beispiel kann man ja auch den Intro-Song von Assassin's Creed 2 nehmen. Epischer als das geht ja gar nichts. Junge, wo kommen die denn eigentlich schon wieder alle her? Das gibt's doch nicht. Ja, stimmt schon. Der hatte nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Der war genau richtig. Jawohl. Hat es gezählt? Nein. Das ist doch kacke. Wie er mich da aufpiekst, ey. Ja, hab ich verdient. Hab ich verdient. Aber Leute, ich mach für heute auf jeden Fall jetzt Feierabend. Ich bin müde, ich krieg nichts mehr hin. Das bringt so nichts. Das bringt nichts. Aber wir haben viel geschafft. Sehr viel geschafft. Wir werden gucken, dass wir den Spaß auf jeden Fall noch irgendwie hinkriegen. Spitzel auf der Flucht ist easy, habe ich nachgelesen. Dann müssen wir noch so eine Gruppe finden, wo so ein Trommler dabei ist. Die alle oder so viele wie nötig umnieten, bis der wegrennt und den dann erledigen. Aber wie man dieses Scharfschützen durch einen Sturz eliminieren, keine Ahnung, Alter. Da muss man wirklich Glück haben, dass er diesen Sprungtritt macht. Aber ich weiß nicht, wie er das macht. Danke, Vanya. Liebe zurück. Basti, danke für den Raid nochmal, gell? Ich werde mich auf jeden Fall revanchieren. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und ja, Mittwoch ist es wieder soweit, da geht's weiter. Schauen wir mal, ob wir die Story hier mal durchkriegen. Hoffe ich mal. Also, ich wünsche euch was. Dankeschön. Ciao.